Heute möchte ich von der Punktion berichten, habe mir dazu wieder Zettel gerichtet und ich würde sagen, legen wir gleich mal los. Und zwar, wir hatten Termin für 8:30 Uhr in der Kivo und um 9 Uhr sollte denn Punktion sein. Entschuldigung, wir waren so um 7:30 Uhr rum in der Kivo. Und da sagte uns dann die Empfangsdame, wir sollten im Wartebereich noch ein bisschen warten. Denn nach circa einer halben Stunde, 30 Minuten, kam dann eine ärztliche Assistentin, die dann auch die Punktionen betreute und holte uns und ein anderes Paar zur Punktion. Dann fuhren wir mit dem Lift runter in den Punktionssaal, beziehungsweise weil der Eingangsbereich war im zweiten Stock und im ersten Stock war dann der Transferraum, beziehungsweise der Punktionssaal. Okay, dann hat die ärztliche Assistentin uns die Zimmer gezeigt, beziehungsweise in die Zimmer zugewiesen. Und ja, dann hat sie uns erklärt, was wir machen sollen und hat uns einen Zettel mitgegeben. Hat uns einen Zettel gegeben für die Anästhesistin. Das war die Einverständniserklärung, die wir ausfüllen und unterzeichnen mussten. Ja, dann ging es auch schon ans Umziehen bzw. Fertigmachen für die Punktion. Ich hatte dann zuerst diesen Zettel ausgefüllt und als ich mit dem Zettel fertig war, habe ich mich dann umgezogen. Dann habe ich mich noch so circa eine halbe Stunde hingesetzt. In der Zeit musste dann mein Mann seinen Part erledigen. Dann hat es noch circa 30 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Dann kam die Anästhesistin und hat mich dann in den Punktionssaal gerufen oder geholt. Und ja, dann musste ich mich auf diesen gynäkologischen Stuhl oder gynäkologischen Stuhl, ihr wisst schon, was ich meine, diese Liege, die auch diese Aufsätze hat für, wie beim normalen gynäkologischen Stuhl. Nur, dass man eben da liegt und nicht so halb sitzt. Sollte ich mich draufsetzen. Da ich aber da schon leichte Schmerzen im Unterbauch hatte, konnte ich nicht mehr sitzen, sondern nur noch liegen. Und ja, die Anästhesistin meinte, ich sollte sitzen. Ich sagte ihr aber dann,
Geht leider nicht mehr, da ich Schmerzen im Unterbauch habe. Dann gingen wir diesen Zettel, den ich vorhin ausfüllen musste, diese Einverständniserklärung durch. Entschuldigung. Und dann bekam ich denn hier an der Hand diese Kanüle, den Zugang gelegt. Und dann war es denn soweit. Es kam dann noch eine Dame vom Personal, vom Labor, die sich auch neben diesem Stuhl, auf dem ich lag, hat sie sich dann neben mich hingesetzt. So, denn die Anästhesistin auf der anderen Seite und dann hatten sie, nachdem sie mir den Zugang gelegt hatten, auch schon die Frau Doktor gerufen. Und während die Frau Doktor kam, hatten sie mir denn dieses Narkosemittel schon gespritzt, sodass ich dann nur noch so halb mitbekam, wer das denn war. Okay, dann ist die Punktion vollbracht worden. Und dann sagte die Anästhesistin, schlafen Sie gut. Und ja, dann kam es eben zu der Punktion. Danach, als Frau Doktor denn fertig war, als Frau Doktor denn fertig war, hat sie mich beim Familiennamen gerufen zum Wecken. Und ich hörte dann in so einer Halbwach-Schlafphase nur noch, wie die Zahl 25 erwähnt worden war. Ich dachte mir nichts und ja, habe gedacht, wird wohl nicht für mich gelten. So, dann kam Frau Doktor wieder. Ich hatte inzwischen die Augen geöffnet und sagte mir, wir haben 25 Eizellen gefunden. Daraufhin war ich mal sehr gespannt, beziehungsweise sehr überrascht, weil ich auf so viel gar nicht, ich war auf so viel gar nicht gefasst. Und ja, dann ging es weiter, dann hat mich die Anästhesistin, beziehungsweise diese Dame, die auf der anderen Seite neben mir gesessen hat, die hatten mich dann runtergehoben oder geholfen, runterheben von diesem gynäkologischen Stuhl. Und dann, lass mich kurz überlegen, und dann auf einen Liegestuhl, Entschuldigung, auf einem Rollstuhl ins Zimmer transportiert. So, denn im Zimmer angekommen, haben sie mir dann noch ins Bettchen geholfen. Und dann mich natürlich auch zugedeckt. Da kam denn, ich kann es leider nicht mehr zu 100% genau wiedergeben, weil ich da noch in so einer Phase war, wo eben man lieber schlafen möchte,
als Wachsein. Und ihr kennt das ja, Narkose macht sehr schläfrig und ja. Also, ich denke mal, da kam Frau Doktor wieder und sagte mir und meinem Mann nochmal, 25 Eizellen sind gefunden worden und dass ich auch eine Überstimulation habe. Jetzt werden sich einige fragen, Überstimulation, hä, was ist das? Und zwar Überstimulation, wie eigentlich das Wort schon sagt, man ist zu viel stimuliert worden, beziehungsweise hat man sich denn diese Hormone zu viel davon gespritzt. Ich hatte dann von der ärztlichen Assistentin meinen Plan nochmal wiederbekommen, wo dann denn drauf stand die Eizellmenge. Und ich muss für die Überstimulation natürlich auch ein Medikament nehmen. Und ja, sollte die ersten 3 Tage eine ganze Tablette von nehmen und dann nur noch eine halbe. Also dieses Medikament, ich habe es da. Das ist dieses hier. Heißt Parlodel. Sollte ich, wie gesagt, die ersten 3 Tage eine ganze nehmen und für insgesamt 16 Tage muss ich sie nehmen. Also dann die fortlaufenden Tage nach diesen 3 nur noch eine halbe. So, dann habe ich noch im Plan schon die ganze Zeit stehen diese Spritze muss ich mir auch seit heute Morgen spritzen, also immer einmal täglich und nur morgens. Das ist Lovenox und ist ein Blutverdünner. Ja. Dann morgens 2 und abends 2 die Progesteron-Kapseln, die ich euch ja schon mal im letzten oder vorletzten Video gezeigt hatte. Das sind eben diese Progesteron-Kapseln. Und ja. Dann nehme ich ja zur Unterstützung noch Homöopathie. Diejenigen, die Angis Kivu von ihrem Kanal Unser Kinderwunsch kennen, wissen, dass sie auch das gleiche einnimmt. Und ja, also das wäre dann einmal dieses Kaliumcarbonicum D6. Das hatte ich auch schon gezeigt. Es fehlt noch nicht ganz so viel. Ich habe es jetzt seit der letzten Blutung begonnen. Das Glas ist circa, Moment, ich denke halb voll oder weniger. Und dann habe ich dieses Pulver, das Angie Kiwo ja auch nimmt. Und ja, man soll normalerweise nur zweimal täglich eine Plastikmesserspitze von nehmen. Angie Kivu und ich versuchen es aber mit dreimal täglich eine Messerspitze. Warum mit Plastikmesser? Weil
dieses Pulver mit Metall, beziehungsweise wenn man es denn auf die Hand leeren würde, sofort reagieren würde und ja, dann hätte es ja keine Wirkung mehr, wenn man es einnimmt. Ja, das Ganze, die Punktion selbst hatte circa eine halbe Stunde, denke ich, gedauert. Plus, minus, Wachphase, bla bla bla. Ja, nach der Punktion heißt es denn immer so eine Stunde ausruhen. Da bekommt man dann ja auch lecker Frühstück. Und ja, also wir hatten Termin für 9 Uhr. Ich denke sogar, dass ich sogar ein bisschen früher dran gekommen bin. Ja, also wie gesagt, Ergebnis davon 25 Eizellen. Ja, 25 Eizellen und eine Überstimulation. Diese Überstimulation ist eben eine Überstimulierung, heißt, man hat zu viele Hormone gespritzt. Dagegen, da das ja nicht ganz so ungefährlich ist, sollte man ankämpfen, beziehungsweise sollte man was zunehmen. Denn sonst, ja, es kann kritisch werden. Okay, ja, ich denke, ich habe so ziemlich alles erwähnt. Morgen Sonntag bekomme ich dann den Anruf vom Labor wegen der Befruchtungsrate. Dieses Video drehe ich dann denn aber nicht extra ab, sondern würde das dann beim Video zum Transfer mit erwähnen. Ja, meine Lieben, ich denke, ich habe jetzt wirklich alles erwähnt und würde sagen, Transfer. Ich habe zwar noch keinen genauen Termin oder so, der Transfertag wird aber der Mittwoch denn sein. Also ich denke spätestens nächstes Wochenende in etwa. Ja, ich denke so in etwa nächstes Wochenende kann ich denn das Video zum Transfer beziehungsweise auch zum Anruf vom Labor berichten. Jo, wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt sie unten in die Kommentarbox. Ich konnte leider in der KIWO am Punktionstag nicht drehen, weil die Zeit eher es nicht zugelassen hatte, beziehungsweise weil alles ziemlich schnell vorbei oder vorüberging. Jo, okay, Mädels. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr auch Videowünsche habt, was ihr denn sehen bzw. hören wollt von mir, dann schreibt mir das in die Kommentarbox. Gerne würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen und sage jetzt hiermit bis zum nächsten Video und tschüss!